Aha. Das wird wohl der Weg sein. Ja, wie gesagt, Echtzeitstrategiespiele war für mich mein Lieblingsgenre. Wir haben ja wirklich, man hat früher mit Freunden zusammen einen eigenen LAN-Raum gehabt, wo wir zusammen Freizeit gespielt haben. Und waren halt Echtzeitstrategiespiele das A und O bei uns. Daneben kam das Strike, da haben wir damals auch viel gespielt, aber wie gesagt, das war dann für mich dann der Grund, auch damit aufzuhören. Ja, ich habe angefangen mit eigentlich Echtzeitstrategie und eigentlich so was wie Wirtschaftssimulation. So Ja, was wie Transport Tycoon und so was. also mein erstes Spiel war SimCity. Ja, SimCity und sowas, ja. Und Pizza Connection und wie sie alle heißen früher. genau, Pizza Connection, genau. Oh, kennst du, gut, es hat wieder einen Shooter, aber kennst du Corridor 7? Ja, vom Namen her auf jeden Fall. Ja, das war so geil, das war ja auch so ähnlich wie Doom, einfach so mehr so im Weltraum und Aliens und so weiter. Und ich weiß, damals hat das war halt auch so ein Spiel, das halt ja damaligen Rechner gut lief, und dann hat ein Freund dann einen neuen Pentium gekriegt, und dann ist das Spiel auch doppelt so schnell gelaufen. Okay. Und wenn du dann erst noch einen schnellen Rechner hattest, dann hieß es dann nur noch too fast, und dann ging es gar nicht mehr. Das war bei Welches Game ich bei früher Battle. richtig geil gefunden habe, da war System Shock. Kennst du Den das ersten noch? Teil habe ich gespielt, ja. Boah, Da das war damals kommst du halt. geil. Nee, warte mal, nee, 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 jetzt hab ich verwechselt mit Syndicate Wars. Das habe ich auch früher gespielt, wie sonst was. Das war da, Syndicate. wo du die ganzen Menschen da mit Bionik-Sachen da ausstatten Genau, musstest. genau. Aber System Shock war ja so im Prinzip damals einer der ersten, ich sag jetzt mal, Shooter. Ja, Wie doch, geil da ist denn das war hier, wie du zurückgeportet mit Crafting und so. Da musstest du ja auch Sachen craften und Ja, genau. Schraubenschlüssel finden und so was alles. Das war schon richtig Ja. cool. Und kennst du Rise of the Trade? Ja. Rise of the Aber das ist Triads, alt, ja. oder? Ja, ist auch ein ganz altes Spiel. Das war sogar tatsächlich eines der ersten, ich sag mal, indizierten Spiele, was ich gespielt habe. Ja, da gibt's ja inzwischen einen neuen Teil, ne? Ja. Habe ich Ist auch aber vom nicht mehr Index gekauft. runter. Ist auch vom Index runtergenommen worden. Damals, das weiß ich noch, ey, da war ich noch in der Schule, ey, zu der Zeit. Lol, was ist ein Checkpoint gerade bei mir? Da habe ich, Damals ein Schulkollege hat damals gesagt, boah, hier, super Game, ne? Und damals noch Disketten, ist klar. Oder Ja. ich mach das Spiel an, ich so erstmal gedacht, was ist das für eine Scheiße? Und dann, oh ey, das war gut, ey. Schöne Blut am Fetzen und so, ey. War schon lustig. Was ich einmal früher sehr gerne gespielt habe, waren die ganzen Siedlereien. Die Ja. alten halt. Siedler 2 habe ich auch Ja, viel Siedler im 2 habe ich Netzwerk auch sehr lange gespielt. gespielt. Aber nachher mit Siedler 3 kam ja das mit diesen dynamischen Lager, die nicht mehr überfüllt werden konnten. Und ja, war halt nicht mehr das gleiche Gewusel, weil du nicht mehr so solche Mengen an Ressourcen ran schaffen konntest. Ja. Weil du immer Platzprobleme hattest. Fand auch, wie Naja. gesagt, ich fand immer noch Siedler 2, finde ich mir noch am besten. Von den Teilen. Ja, schon so, Siedler 2, also auch das neue. Die war das Nächste HD? Generation. Next Hieß Generation, ja. Also, wie gesagt, der Siedler. Das wäre auch cool, wenn da. Aber da müssten sie halt wirklich so machen wie früher. Die Teile. Wo das Ganze mit dem Schlossbau und so kam, habe ich mich immer so interessiert. Ja, ich habe letzte Mal mal aus Spaß mal Siedler 7 mal detailliert gespielt, aber das ist überhaupt nicht mehr, nicht mal ansatzweise mehr, finde ich, ein Siedler. Ja, ist schon so. Die haben die Reihe im Prinzip kaputt gemacht irgendwann. Wollten immer mehr Kohle damit verdienen, haben immer mehr Teile davon rausgebracht und dann irgendwann wurden die nur noch scheiße. Es ist immer schade, wenn sie das mit solchen super Titeln machen. Ja.
Schubidubidu. So, mal gucken, ob ich den Virus noch einhole hier langsam. Irgendwann mal. Aber wenn ich so fehle wie jetzt gerade eben. Was? Komme ich da mal, ist das überhaupt richtig? Wo komme ich da überhaupt hin? Doch, das wird schon richtig aussehen. Wie willst du das schaffen? Ich war auch ein sehr lange, also sehr lange habe ich auch Duke Nukem 3D gespielt damals. Ja, Und ich die habe Nukem. tausende Damals, von wo Maps das habe ich Koop-Spiel getestet. davon kam. Das, wo du das Koop spielen konntest. N64 war, glaube ich. Die Nukem Ja, 64. stimmt, da hatte ich es auch. Das hatte ich auf 64 auch gekauft damals. Ja. Nicht Ganz früher unspielbar. Serious Sam. Ja, den ersten Teil habe ich noch durchgespielt. Ja. Ich hab mir sogar den letzten Teil, ich glaube, der drei habe ich, der erste, zweite habe ich durchgespielt damals. Am Multiplayer, was also verdammt krank, wenn du eingestellt hast, irgendwie Ja. 10-fach an Gegner und so, musst du aber die Munition auf unendlich stellen, weil sonst Ich hast du weiß noch, keine es Munition gab mehr. damals Karten, die du runterladen konntest. Oder ja, so, ich sag mal so Map-Packs. Und da war damals, ich weiß noch, habe ich mit dem Kumpel haben wir das in meinem Netzwerk, habe ich das immer gezockt. Da war eine Karte, die hieß immer mit Tempel, hieß die. Da hast du im Prinzip immer nur so gerade Strecken gehabt. Ja, genau. Und wo dann, ich habe keine Ahnung, wie viele Gegner dir entgegenkamen. Ja, Immer. ich Alter, erinnere das war mich so da. geil, ey, eigentlich. Das hat so Laune gemacht. Also, oder eine Map war es in einem riesen Kolosseum und die ganze Zeit Stiere von allen Ja. Seiten kamen. Ja, genau. Dann noch alle Bosse dann hintereinander und so weiter alles. Oh, es gab da noch so ein Spiel, Pain, wie ist es, Pain. Max Payne? Nee. Das war ein Shooter, wo du aber so Painkiller. Dämonen. Painkiller, genau, das war so ein krankes Spiel, Ja. Da kann ich mich noch an dem einen Teil erinnern mit der Achterbahn. ey. Ja, genau, das war der zweite. Ja, das Wo war auch quasi eine er so. coole Reihe eigentlich. Ja, ist Muss ich so. sagen. Endlich, ich hab's geschafft. Ja, gab schon. Also, das Problem ist halt, sowas nenne ich eigentlich nicht unbedingt Shooter, sowas, so, weil die auch so Story-Elemente haben, weißt du? So eine ziemlich Ja. gute Story auch haben. Es sind eigentlich Shooter, weil du rennst halt mit Knarren rum, das ist klar. Aber das ist nicht. Ich finde die Story finde ich halt auch cool. Jetzt bei Serious Sam jetzt nicht unbedingt, das ist eigentlich ein reines Ballergame. Max Payne Nur zum Beispiel. ja, Max Payne auch eine richtig geile Story. Habe ich erst und zweiten Teil gespielt, der dritte nicht mehr. Ja auch, den dritten habe ich auch nicht gespielt. Weil irgendwie da kam zur Zeit, wo ich ja keine Zeit dafür hatte und es hat mich halt nicht mehr so gerissen, so einen Shooter zu Warum spielen. schaffe ich den Fixsprung hier nicht? Der ist doch nur drei. Verarschen? Boah. Gleich reiße ich den Block ab. Ja, Max Payne 3 habe ich tatsächlich auch nicht gespielt. Auch nur 1 und 2. Aber genauso wie Splinter Cell und sowas. Splinter Cell habe ich damals auch die ersten beiden, glaube ich, gezockt und dann auch nicht mehr. Weil irgendwann, ich fand irgendwie, ja, irgendwie hat sich da, entweder war das dasselbe oder du hast halt auch dasselbe gemacht im Endeffekt. Weiß ich nicht. Oder hab keine Zeit, keine Lust gehabt, keine Ahnung. Genauso, Assassin's Creed, die ersten beiden Teile habe ich auch noch gesuchtet, wie sonst was, und dann hat das auch nachgelassen, tatsächlich. Ganz ehrlich, ich habe Assassin's Creed nie früher gespielt und habe jetzt eigentlich erst mit Syndicate mal angefangen zu spielen. Okay. Und Oh, zwar auch ich hätte nur, den weil Sprung nicht ich gemacht. eigentlich Shadow of Mordor gespielt habe und dann festgestellt habe, wie cool dieses Style ist. Und es ist eigentlich genau dasselbe wie bei Assassin's Creed. Okay. Ich habe noch eins davor, habe ich noch gekauft, das Unity, habe also gekauft, muss so sagen. Ich habe damals, wo ich meinen Rechner gekauft habe, war eine GeForce 89er drin. Ne, 89er. Doch, 89er, genau. Und da konnte man sich ein Spiel aussuchen. Entweder Unity, Assassin's Creed, The Crew oder
Ja, Far Cry Primal war's. Ja, ich habe dann mich für Assassin's Creed entschieden, hab's genau, glaube einmal gestartet. Weil ich Unity, mir ja. gedacht habe, ich mache mal ein Let's Play, aber irgendwie, ich hab irgendein Problem gehabt da. Also ob das steuerungstechnisch Unity kam oder sowieso wenig auf YouTube, ne, tatsächlich. Also für Unity was? an sich, für Assassin's Creed Unity. Ja, weißt du, das Spiel war so verbuggt. Das war ja das Ja, das erste, war das im Sagen, wo ich so Multiplayer, extrem verbuggt war. ja. Okay. So nachher so gedisst wurde überhaupt von der Community. Und ich glaube, ich hatte auch hier ein Problem mit, glaube ich, bei mir war, glaube ich, das Problem mit der Auflösung. Genau, ich im Vollbildmodus wollte ich es spielen, immer ich in den Fenstermodus gegangen bin, hat es mir das Bild in den linken, rechten oben Rand gedrückt von meinem Widescreen-Monitor. Das war total bescheuert. Ich habe es da nicht weggekriegt. Da habe ich natürlich dann eine diese scheiße Aufnahme, habe ich es gelassen. Okay. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe Assassin's Creed 1 und 2 gespielt und dann habe ich, glaube ich, noch tatsächlich irgendeinen anderen Teil, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, da war der vor Black Flag. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, welcher das war. Den habe ich auch noch ein bisschen gespielt und dann war es das eigentlich. Obwohl ich ja sagen muss, Assassin's Creed ist schon ein cooles Game, also. Ja, also ich finde das eigentlich relativ cool. Wenn ich dafür Zeit hätte, ich würde es auf jeden Fall auf Konsole spielen. Oder auf PC halt mit Controller dann halt. Ich spiele es mit der Maus, geht gar nicht schlecht, wenn du mit der Zeit hast, stören Intus. Gut, ich hab's immer nur auf Konsole gespielt früher. Oh nee, eben gesagt, ich nicht, ich hatte, ich, das Spiel kam hauptsächlich auf PlayStation, Xbox ja immer. Und ich war halt ein Nintendo-Spieler und daher habe ich die Spiele meist gar nicht spielen können. Weil sie gar nicht gab da. Nur am PC und da habe ich andere Spiele gespielt. Boah. Ja, mein Gott, jetzt bin ich zurückgelaufen, Dadurch bin ja, runtergefallen. kam ich ja nie wirklich dazu. Was ist denn mit dem Sprung hier? Echt? Ist auch so bescheuert, man springt hier runter, um nachher wieder hochzuhüpfen. Ja. Boah, als ich den Sprung geschafft habe, ist der Mund da. Das war so ein Banausesprung. Schon wieder. Gleich weiter springen und um die Kurve. Mein Gott, ey, was ist denn da? Was ist das für ein Scheiß hier wieder? Ich hasse solche Sprünge hier, ehrlich. Ich hasse solche Sprünge, wo du was immer im Kopf hast. Aha. Und der Virus schon so weit weg. Ach doch, ich wollte gerade sagen, den sehe ich schon immer auf der Karte. Welche Karte? Die Minimap. Ach ne, du hast ja Ach, keine da, drauf. ja, das Minimap braucht da einfach gestimmt. Bist du bei den Blumen schon? Bei dieser komischen Riesenblumen? Ne, ich bin bei dem Baum gerade. Ah, okay. Der war auch so übel, der Sprung da oben in der Krone, da an dieser Ranke, ey. Ja. Das ist cool. Mal schon wieder drüber gelaufen, ey, meine Fresse. Momentan bin ich, wie gesagt, ich habe gestern ein bisschen mit Anno gequatscht. Wahrscheinlich machen wir bald Age of Empires 2 HD. Okay. So ein, zwei Ründchen vielleicht. Der Wegel hat sich ja das Spiel gekauft. Sagte zu mir, ich will alle Erfolge machen. Und dann hat er einen Erfolg gesehen und gesagt, scheiße, ich kann nicht alle Erfolge machen. Da war ein Erfolg, gewinne 1000 Online-Partien. Ja, ja, ja. Und das Problem war, du hast so selten online halt einen Spieler gefunden. Ein Kumpel haben, der sich tausendmal aufs Maul hauen lässt. Dann geht das. Ja, das schon. Aber trotzdem schwierig. Tausend Online-Spiele ist eigentlich in jedem Spiel, glaube ich, schwierig, tatsächlich. Ja, da musst du schon mal so lange Jetzt was mal dran. abgesehen von, ja, jetzt mal abgesehen von, was weiß ich, COD oder Battlefield oder so, aber
Strategiespiele ist das, glaube ich, doch fast unmöglich. Mein Gott, jetzt kriege ich den Mann. Komm jetzt. Ein bisschen Konzentration. Gibst du jetzt nicht. Willst du das schaffen? Das ist ja voll übel. Na, du kannst noch ein bisschen Zeit da jetzt verbringen. Ich muss erstmal aufholen hier. Ja, ich überlege, also, ob es irgendwie geht, das schon, aber man muss mit Schiff nach vorne und dann in die. Oh Mann. Mein Gott. Muss ich Der Spiel Regler hat mich ja schaffen. vorhin auch schon wieder angeschrieben und gefragt, was ich mache. Ja, bist du in einem Tabletop-Spiel spielen irgendwie? Wir hatten letztes Mal das Thema, da hatten wir mal ein bisschen rumgeguckt. Er hat mich schon so angeschrieben. Hey, wir können Tabletop da das spielen. Banausis macht auch mit. Suche noch Leute. Ja, wir hatten das Thema Und weißt letztens, weil. du, wer das geschrieben hat, werden wir TTT umspielen waren. Achso, okay. Ja, der hat mich gestern auch angeschrieben, wo wir TTT gespielt haben. Ja, er war ja auch im Test. Also ich sehe nicht ein. Er will die ganze Zeit so ein Counter-Style-Spiel mit ihm. Aber wenn dann was ein Spiel ist, das wenigstens ähnlich auf den Skill belangt, hat er keinen Bock drauf. Ja, Mann, ich weiß ja nicht. Naja, wie Das gesagt, im war. Tabletop, da kam man nicht nur drauf, da, wir waren dann einmal im TS. Und da, das war gerade im Sale oder sowas, irgendwie sowas. Und da habe ich dann gesagt, muss man, weil er dann mich dann fragte, dann sage ich, muss mal gucken im Workshop, was alles für Brettspiele eigentlich gibt dafür. Es gibt ja jedes Brettspiel fast. Was du da drauf zocken kannst, im Prinzip. Gibt auf jeden Fall schon einiges. Und daher kam der wahrscheinlich auch da drauf. Ich hatte dann gesagt, ja, warum nicht? Wenn sich genug Leute finden lassen würden, würde ich dann auch mitzocken, sicher. Aber da musst du halt schon 4 oder 5 Leute haben, sonst kannst du vergessen. Ja. Schaffe den Sprung nicht. Boah, der Sprung ist auch so übel bei mir jetzt gerade, ey. Hier bellt schon wieder Ah, irgendein kein Wunder, Köter. habe ich. Ah, kein Wunder, schaffst du gar nicht. Ich bin zu weit. Ich muss zum Amboss hoch noch. Oh Mann. Was meinst du, Entschuldigung? Ich sagte gerade, wir haben gerade fast 1 Uhr und hier bellt ein Hund wieder vom Nachbarn. Den du wieder durch alle Wände hörst. Haben wir denn angefangen aufzunehmen? Ach so, nee, ist gut. Ich habe gerade Überlegungsfehler gemacht. Ich habe gerade 78 Minuten geschaut und denke so, nicht mal eine Stunde aufgenommen. Boah, ist das ein Kacksprung. Boah. Okay, Warum ist der jetzt. denn so weit, ey? So schwer. Ich hasse schwere Sprünge. Ja. Haben schwere Sprünge an sich. Und diese Vor allem, Hass. das hat hier auch noch so ein, ich glaube, ein Vierer ist das auf jeden Fall. Mein Gott, und dann, weißt du, dann lässt du Shift los, dann fällst du die Rutsche wieder runter. Nee, nee, nee. Bad. Was, wie bitte? Hallo? Na toll. Beiß dich doch in die Ecke fest. Arschloch-Map ist das. Ah, Ja, ehrlich. geschafft, okay. Alter, wie viel Level bist du denn vor mir? Ist doch nicht wahr. 1, 2, 3, 4 Level vor mir, ey. Was ist denn da los? Wie kommst du auf das? Wie siehst du das? Der Minimap sehe ich das. Ach so. Jetzt habe ich mich so Jetzt jetzt sogar schaff doch vor. den Kacksprung, ey, du Scheißpuppe! Mann! Ich häng die ganze Zeit an dem Scheißsprung hier rum.